Hallo Zitronen, ich begrüße euch zu einem weiteren Haul. Und zwar war ich mit meiner Freundin Christine auf der Kreativ Hamburg letztes Wochenende. Und dieses Mal war das Angebot wieder unschlagbar. Ich glaube, ich hatte im letzten Jahr kein Haul oder kein Follow Me gedreht. Das ist immer ein bisschen schwierig, ohne richtige Vlogkamera da zu filmen. Aber ich habe auf jeden Fall dieses Jahr wieder ein bisschen mehr gefunden. Und deswegen mache ich jetzt ein Haul, weil ihr auch so gerne ja Bastelzeugs seht. Und ich denke mal, ihr könnt online in den Shops auch nochmal ganz gut einkaufen. Also, wenn man mit Christine shoppen geht, muss man auf jeden Fall gewappnet sein, sehr viel Stempel zu kaufen. Was ich eigentlich ja nie so wirklich kaufe. Also, wenn ich allein da gewesen wäre, hätte ich bestimmt die Hälfte nur mitgenommen, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Aber gut, ich bin ganz zufrieden mit meiner Ausbeute. Und ich zeige euch hier nochmal, die nächste Kreativ Hamburg findet 11. bis 13. November statt. Das ist sozusagen die Weihnachtsmesse. Die ist immer halb so groß wie die richtige Kreativmesse. Auf jeden Fall waren wir dort und es ist ja immer sehr viel Auswahl und sehr viel tolle Sachen und sehr viel zu gucken. Wie gesagt, wenn man mit Christine hingeht, liebe Grüße an dich. Da musst du darauf gewappnet sein, sehr viel Geld auszugeben. So, und ich fange mal an mit kartenkunst.de. Da waren wir als allererstes. Ich verlinke euch die Shops auch alle noch in der Infobox. Da haben wir ganz viel Lawnfawn-Stempel gesehen. Und ich habe mir 3 Stück mitgenommen, die ich sehr süß fand. Mein Budget war ja, wie gesagt, begrenzt. Und die hatten sehr viel schöne noch und große und mittlere. Und Christine hat sie aber eine Menge mitgenommen. Die werde ich mir auch mal ausleihen bei ihr. Wir werden auch mal tauschen. Und ja, ich habe mir die hier mitgenommen. Die fand ich ganz süß. Ich hatte mir schon mal welche gekauft. Die habe ich, glaube ich, auch in irgendeinem Haul gezeigt gehabt. Auf der Messe auch. Das war mit so Vögelchen drauf, die habe ich bis heute nicht verwendet. Vielleicht werde ich das jetzt endlich mal umsetzen, aber die fand ich sehr, sehr süß und sehr passend für mich und deswegen habe ich sie mitgenommen. Einmal dieses, das kommt gleich dran. Einmal dieses Set hier, das I'm So Jelly Set, das erinnerte mich einfach an meine Pulpos und meine Sterne und ich fand das sehr, sehr süß. Also das heißt I'm So Jelly, wenn ihr Interesse habt. Dann dieses hier, das fand ich sehr, sehr süß. Das passte auch gut zu mir. Und It's Your Birthday mag ich besonders gerne, weil halt ich mag diese etwas lockeren Sprüche im Moment lieber. So wie auch das Stampin' Up Set, was ich sehr schön finde mit, ich habe gehört, du hast Geburtstag, als immer Happy Birthday oder herzlichen Glückwunsch oder alles Gute. Das hört man einfach jeden Tag. Das mag ich irgendwie gar nicht mehr. Das ist so abgelutscht, oder? Findet ihr nämlich auch? Also ich finde schön dieses It's Your Birthday. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das erinnert mich halt an Königin von Lama auch. Also wenn ihr meinen Geburtstagsvlog gesehen habt, ich liebe diese Szene, ne, mit dem du hast Geburtstag. Ja, und deswegen, ja, das heißt Year 3. Und dann habe ich das mitgenommen, was natürlich absolut mein Ding ist, was absolut zu mir passt, mit der Zitrone hier und dem ganzen Make Lemonade, so heißt auch das Stempelset. Sehr, sehr süß. Fand ich echt cool. Ja, dann waren wir bei Stampin' Fairies. Und bei Stampin' Fairies habe ich diese beiden hier mitgenommen, weil ich die sehr, sehr schön fand. Die hatten sehr viele schöne Stempel. Dieses Jahr hatten sie keine Project Life Sachen. Wahrscheinlich ist das schon wieder out in Deutschland. Die hatten ganz viele Webster's Page Sachen. Da kann ich euch nochmal zeigen. Bei uns ist der Panduro leider im Center schließt, weil er leider nicht so viel Umsatz hat. Die anderen Panduros bleiben noch in Hamburg, Gott sei Dank, aber der kleine leider schließt. Bei mir in der Nähe, da bin ich sehr traurig drüber, aber die machen gerade Ausverkauf, haben 50% aufs ganze Sortiment. Und ich habe nicht gesehen, aber die hatten Webstars-Pages da. Und ich habe mir einen gekauft. Ich wollte mir eigentlich schon bei Scrapbook-Werkstatt einkaufen. Und zwar in einem Roségold, also so wie hier das Innenleben. Und den hatten sie jetzt noch über mit dem rosanen und dem Roségold innen und mit dem braunen außen. Und ich muss sagen, ich finde den, glaube ich, wirklich schöner als den Roségoldenen nur von außen. Und dann kann man die Hefte reinmachen. Und hier sind noch ein Gummi. Und er ist sehr groß. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass Personal ja so eine mega Größe ist und bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn wirklich verwenden kann, weil ich eigentlich ja so eher auf A6-Größen stehe und in A6 würde ich ihn auch wirklich benutzen. Deswegen bin ich mir noch unsicher, was ich mit dem machen soll, wie ich ihn füllen soll, was da rein soll. Also wenn ihr damit arbeitet und ihr habt Ideen, Kalender habe ich ja mein Moleskin, also wie gesagt, Kalender kommt ja für mich nicht in Frage, aber vielleicht als Bullet Journal oder als Notizbuch oder als Reisejournal. Also wenn ihr da irgendwie Ideen habt, dann sagt mir doch bitte mal, dann würde mich das sehr, sehr interessieren, was ihr damit gemacht. Und wenn ihr da irgendwie Videos zu wisst oder ihr selber Bilder habt oder Instagram-Accounts oder irgendwas, womit ihr da arbeitet und ich mir was zeigen könnt, dann verlinkt mir das unten mal in dem Kommentar. Auf jeden Fall habe ich mir bei, dort hatten sie auch Hefte und so weiter, weil es war mir zu teuer und auch die Journals hatten sie und die Webster's Pages und naja, auf jeden Fall eine ganze Menge. Und ich habe mir aber nur diese hier mitgenommen, die Stempelsets erstmal. Andere will ich mir noch bestellen.
Weil ich das sehr schön und passend fand, gerade aktuell ja zu meinem, weil ich ja verreist war und ich möchte halt meine Project Life jetzt endlich anfangen. Also wenn ihr Lust habt auch auf Project Life Videos, ich würde jetzt endlich mal mein Album füllen, weil ich habe jetzt so viel Sachen erlebt und würde das jetzt gerne mit bestimmten Dingen füllen. Und dafür wollte ich dieses Stempelset auf jeden Fall haben, weil ich das sehr, sehr schön fand. Ja, und dann habe ich noch dieses kleine mitgenommen. Es erinnert mich auch an ein Set von Stampin' Up. Das ist etwas größer, aber hier kann ich halt beides benutzen. Einmal normal oder auch mit diesen Kawaii-Bildchen. Und ich finde diese Kawaii-Bildchen einfach so, so süß. Entschuldigt, wenn ich so schreie. Irgendwie rede ich immer so laut, wenn ich mit euch in der Kamera rede. Ich versuche mal etwas leiser zu sein. Ich habe bei Stampin' Fairies dann noch meinen geliebten Tombow-Kleber mitgenommen. Der war auf 3,95 dort und dafür ist er ein super Preis. Wenn bei Stampin' Up! Kostet inzwischen ja 5,50, das finde ich schon sehr, sehr arg teuer. Und bei Scobby komme ich gerade momentan nicht zum Stellen, deswegen habe ich ihn mir mitgenommen nochmal als Ersatz. Dann waren wir bei Gummiapan. Das ist eine schwedische Marke, die verkauft Gummistempel, wo man sich diese Kissen noch mitbestellen muss, beziehungsweise kaufen muss. Und Christine hat noch ein paar davon, deswegen habe ich nur für meinen einen jetzt den mitgenommen. Ich fand den Instagram-Stempel sehr, sehr niedlich. Passt einfach zu mir, weil ich halt auch so ein Instagram-Junkie bin und deswegen habe ich ihn mitgenommen. Christine hat sich da sehr, sehr viele schöne Stempel mitgenommen. Ich denke mal, wir werden auch mal tauschen und so weiter. Also die haben wirklich tolle Sachen und die sind, glaube ich, auch im Herbst wieder da. Und da würde ich, glaube ich, nochmal ein paar Sinlets mitnehmen, weil die sehr günstige, hübsche Sinlets haben für so Kleinigkeiten, wo man nicht so ein Riesenpaket für kaufen muss. Und das finde ich echt ganz schön. Dann waren wir bei Kreativ mit Herz. Die sind ja immer da irgendwie. Und da habe ich mir einmal dieses hier mitgenommen. Das ist so eine Stanzbogen-Kuchenschablone oder Schachtel. Das fand ich ganz schön. Und ich wollte das als Schablone nutzen, um vielleicht selber mal so Kortenstücke zu machen. Und fand das ganz witzig. Und für 50 Cent habe ich es halt mitgenommen. Dann kann ich euch zeigen, was habe ich noch mitgenommen. Dann habe ich dort noch so Formtape mitgenommen. Das braucht man immer fürs Kartenbasteln. Dann habe ich mir noch die Klebequadrate mitgenommen. Da sind 500 Klebepads drin. Die wollte ich mal ausprobieren, bevor ich mir die teuren Glue Dots von Stampin' Up! Kaufe. Und deswegen fand ich die ganz passend für, ich glaube, 2,50 oder so. Dann war ich an einem Stand, da haben wir noch die Gorgeous Stempel gekauft. Christine mag die sehr, sehr gerne und hat sich irgendwie alle gekauft, die es gibt, so gefühlt. Und ich habe diese beiden Mädchen mitgenommen. Ich bin eigentlich so gar nicht der Fan davon. Ich finde sie ganz süß, aber für Karten finde ich sie doch sehr kitschig. Aber ich dachte, weil wir sehr viel kolorieren möchten in Zukunft mit Markern und Stiften und wieder mal Lust haben zu malen und ich momentan auch was Eigenmalen angeht, nicht so zeitlich schaffe und so weiter, wollte ich mal ein bisschen rumprobieren und habe mir halt die mit der Katze gekauft und einmal die mit dem Kleidchen, die fand ich sehr, sehr süß. Hier seht ihr das Gesicht, das ist jetzt da so verdeckt. Die haben 2,30 € gekostet, also habe ich sie mitgenommen und wollte es mal ausprobieren, wie die so sind. Aber ansonsten, ich weiß noch nicht, ob ich sie wirklich dauerhaft behalte. Am selben Stand habe ich mir nochmal sowas hier mitgenommen und zwar durchsichtige Blöcke für ja, Stempel. Einmal so einen kleinen, einmal etwas größeren. Und ich habe zwar so ganz einfache, aber die fand ich ganz cool wegen dieser Abmaßung. Und wenn man halt so Schrift hat, so wie dies hier, dann finde ich das immer ganz praktisch, wenn man was hat, wo man das wirklich gerade aufsetzen kann und man auch gerade stempelt. Und aus dem Grund habe ich das nochmal mitgenommen. Für 3,65 fand ich es in Ordnung. Und ich werde mir von Stampin' Up! Nochmal ein paar größere kaufen, weil ich die auch sehr schön von der Griffigkeit finde für besondere Stempel und ja. Am selben Stand habe ich mir nochmal dieses hier mitgenommen und zwar von Wepam ist das eine Sahne, so in der Tüte fertig. Und ich habe von Wepam schon mal zugeschickt bekommen, Kaltporzellan und habe damit schon mal versucht zu arbeiten. Das war auch sehr, sehr schön von der Marke Cleopatra. Und das hier habe ich da entdeckt und wollte es unbedingt ausprobieren, weil ich unbedingt nochmal so Macarons machen wollte für Haarschmuck und so weiter. Also wenn ihr mal Lust habt auf so Reviews zu bestimmten Produkten, ich würde zu dem Wepam und zu den Kaltporzellan-Sachen gerne nochmal eine Review abdrehen. Wenn ihr Lust dazu habt auf Reviews, dann würde ich so Reviews halt mitnehmen in meine Videospartenthemen und würde da verschiedene Themen halt abdrehen, die euch auch interessieren könnten, die mich interessieren. Dass man so einfach mal von gewissen Produkten weiß, wie gut sind sie eigentlich und gibt es Vergleichprodukte, vielleicht auch Dupes oder sowas. Wenn ihr da Lust drauf habt, hinterlasst mir mal einen Kommentar unten, wie ihr finden würdet, wenn ich in Zukunft auch Reviews machen würde.
Dann habe ich mir bei Nicole Nodop, die ist immer mit dem Stempelkeller.de dort und verkauft ganz viel Stampin'-Up-Zubehör. Man kriegt da inzwischen bei ihr, früher hat man ganz viel Anleitungen bekommen, beziehungsweise so kleine, ich sag mal, Wundertüten-Pakete, wo man dann Sachen nachgebastelt hat. Inzwischen macht sie das nicht mehr, inzwischen verkauft sie sehr viel der Katalogsachen, also so Kleinigkeiten wie halt Schleifenbänder, Glue Dots, Dimensions, Kleber, also was alles so Kleinigkeiten, die man bekommt. Und sie hat dann auch immer ganz viel von dem Ausverkauf vom letzten Jahr noch über. Und das sind von den Celebrate, hatte sie noch ein paar über. Und da habe ich diese Celebrate-Packung mitgenommen in Partystimmung. Die hatte ich mir damals nicht ausgesucht und habe jetzt 10 Euro noch für dieses Paket bezahlt, was ich vollkommen in Ordnung finde, dafür, dass man es nicht kaufen kann. Es ist ja nochmal so eine Kleinigkeit von Stampin' Up, die man so hat. Dann war ich an einem Stand, einem Firma aus Belgien, die ganz viel Cernet anbietet und die auch ganz viel Cernet-Produkte hat, also verschiedenste Arten. Und da habe ich ein paar Packungen mitgenommen, weil die sehr günstig waren. Und zwar habe ich 1,60 pro Packung bezahlt, glaube ich, und eine umsonst bekommen. Total cool. Und sie hatten ganz neu die neue Reihe Shiny. Und da habe ich diese drei Farben mitgenommen, die in der Kamera jetzt sehr krass wirken. Das ist einmal lila, dann einmal dieses Karmesin und einmal dieses Art Taupe. Soll aber auch eher so ein dunkel lila sein. Also hier steht Purple drauf. Ich finde, es sieht aus wie so ein Taupe-Ton. Und die haben auch so einen ganz, ganz leichten Glanz. Das kann man hier, glaube ich, gar nicht sehen. Und dann habe ich mir nochmal eine Lieblingsfarbe nochmal mitgenommen von Glamour, die Mintfarbe. Und die habe ich mitgenommen und will sie unbedingt auch nochmal austesten. Die hatten ganz viel Zubehör da. Und die sind auch im Winter wieder da, da werde ich nochmal zuschlagen, weil ich habe damit jetzt einfach nicht gerechnet und hatte ja nur ein gewisses Budget und hatte die auch ziemlich am Ende gesehen. Deswegen werde ich dann nochmal zuschlagen und ja. Dann hatten sie noch eine neue Sorte da, die nennt sich Davi Flower Clay und das fand ich auch sehr, sehr interessant. Da gibt es auch verschiedene Produkte zu. Da habe ich mir ein Paket mitgenommen. Das ist halt auch so Kaltporzellan, das wird an der Luft halt dann hart und das ist sehr leicht und da kann man halt auch sehr filigrane Sachen mitmachen, kann es einfärben. Ich fand das sehr, sehr cool. Habe mir den Zettel hier nochmal mitgenommen. Die Frau von ihm arbeitet damit schon sehr, sehr lange und ich fand das super interessant und wollte es unbedingt austesten. Also wie gesagt, wenn ihr auch sowas mal Reviews haben wollt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, weil ich glaube ich auch immer gerne Videos gucke, wo andere Leute Sachen testen und auch sagen, lohnt sich das oder wie sieht es gebacken aus, sieht die Farbe schön aus, funktioniert das so wie es ist, ist das von Material gut, ist es schwierig, ist es nicht schwierig, also wenn ihr da Lust drauf habt, dann sagt mir das irgendwie mal mit einem Daumen oder in Kommentaren oder irgendwie bitte per Nachricht. Ihr könnt mir immer gerne Nachrichten schicken per Facebook, Instagram, bei YouTube oder ihr könnt mir auch sehr gerne per E-Mail Nachrichten schicken. Die Adressen findet ihr immer unten in der Infobox und da könnt ihr mir immer gerne eure Meinung schicken oder auch gerne eure Wünsche oder natürlich auch, wenn ihr Reviews haben wollt. Also wie gesagt, ich würde das sehr gerne mit aufnehmen und Sachen jetzt wirklich mal intensiv reviewen, auch zu Fimo-Produkte, sind die gut, sind sie nicht gut. Und es ist einfach ein Thema, was mich auch schon lange beschäftigt und wo ich schon lange sage, eigentlich gehört das genau dahin, wenn ich zum Thema Basteln was mache und ja. Also, wenn euch das interessiert, dann sagt mir das mal, dann würde ich das nämlich mit aufnehmen. Als letztes zeige ich euch meine Mairisu-Tüte, die mal wieder bis oben hin gefüllt ist. Ich hätte gerne noch mehr mitgenommen, aber wie gesagt, ne, das Budget. Und muss dazu leider sagen, dass Mairisu, so gerne ich für sie Werbung mache und so gerne ich da einkaufe, ich euch leider traurig verkünden muss, dass Mairisu demnächst ihren Shop schließen werden. Ich kann es auch verstehen, ein Gewerbe neben Job und Familie ist wirklich sehr anstrengend und sehr aufwendig und zeitintensiv. Und ich kann verstehen, dass man manchmal an einen Punkt kommt, wo man sagt, wir hatten schöne Zeiten, jetzt geht's nicht mehr weiter, ist schade, aber lässt sich nicht ändern. Ich bin darüber natürlich traurig als absoluter Washi-Tape-Junkie und sie haben natürlich immer sehr besondere Washi-Tapes gehabt. Aber ich habe ja noch sehr guten Kontakt zu ihnen, sie werden immer Reste haben und ich denke mal, ich werde über sie beiden immer noch irgendwie mal an besondere Tapes rankommen, die ich euch zeigen kann. Ansonsten gibt es ja auch wunderschöne andere Shops, die inzwischen sehr viele Sorten anbieten und auch da werde ich mich vielleicht in Zukunft mal austesten.
Ich habe als erstes mitgenommen diese süßen kleinen Stickerchen, und zwar diese Wellensittiche und Nymphensittiche, und ich liebe die einfach. Ich habe als Kind einen Wellensittich gehabt oder zwei sogar, und ich habe sie so geliebt, und aus dem Grund mussten diese Sticker nochmal mit. Die fand ich wirklich sehr, sehr niedlich. Dann habe ich mir ein Tape mitgenommen mit so Eisbechern und Waffeln drauf, und das fand ich sehr niedlich und sehr sommerlich, und ich mag ja eh so Süßkram, also musste das auch mit. Dann habe ich mir hier so ein, ich sag mal Petrol oder so Pazifikblauton mitgenommen mit so Blumenmuster, und das fand ich auch sehr, sehr hübsch. Also ich wollte unbedingt solche Farben nochmal haben, weil ich sehr viel Pink habe, und habe mir das nochmal mitgenommen. Dann habe ich mir als Backup nochmal mein heißgeliebtes Macaron-Tape mitgenommen, damit ich auf jeden Fall eins in Ersatz habe, weil ich das schon sehr oft benutzt habe. Dann habe ich mir von Masté eins mitgenommen, von MT Masting Tape. Und zwar ist das dieses mit diesen wunderschönen Kirschblütenästen drauf. Man kann es nur sehr leicht erahnen, weil es halt sehr filigran und sehr zart ist. Aber hier sieht man es so ein bisschen. Und wenn man es halt ausrollt, dann richtig. Und ach, es ist wunderschön. Dann habe ich mir noch dünne mitgenommen in Gelb und in Orange. Ich hatte bis jetzt nur Rosa, Pink, Lila, Blau, und ich wollte unbedingt für meine anderen Tapes nochmal dünne haben. Ich liebe dünne Tapes. Die finde ich immer toll. Kann man immer gut mit den dickeren kombinieren. Das mag ich richtig gerne. Dann habe ich mir dieses hier nochmal mitgenommen. Das ist das Gelbe mit den Streifen. Das fand ich jetzt auch sehr sommerlich. Und wie gesagt, Gelb und Orange sind so Farben, die ich eigentlich nie kaufe. Deswegen habe ich da nochmal mitgenommen. Dann nochmal das mit den Punkten. Das fand ich sehr, sehr hübsch in dem Blauton. Auch in diesem dünnen Variante. Und dann habe ich von Mamifa noch das hier mitgenommen. Das ist das Flower Tape im Illustrator-Look, also Illustrationsserie sozusagen. Und da habe ich halt dieses hier mitgenommen und fand das sehr, sehr schön. Also das ist auch irgendwie so ein ganz besonderes auf jeden Fall. Und dann habe ich mir noch etwas besonderere und teurere mitgenommen. Und zwar einmal diese hier, die Nami Nami Tapes. Das sind halt so ganz dünne. Und dann habe ich einmal die Sushi und einmal die Donuts mitgenommen, natürlich, die zu mir passen. Und wie kann es anders sein? Eins mit Katzen, das fand ich sehr hübsch. Sie hatten auch welche noch mit so Bobbles, und eins mit so Vögelchen, das war auch super süß, aber naja, wenn sie es noch haben, werde ich es bei ihnen nochmal so im Ausverkauf kaufen. Dann habe ich die beiden noch mitgenommen von Nami Nami. Die sind auch sehr, sehr schön. Nami Nami Tapes sind einfach so sehr besonders ausgeschnittene und so weiter. Und da habe ich mir einmal die Katzen und einmal die Kirschblüten mitgenommen. Hier oben seht ihr das, wie sie dann aussehen. Und die haben halt auch die Form. Sehr, sehr süß, und finde ich richtig toll. Und als letztes noch das Deko Deko Roll. Das finde ich auch sehr, sehr süß, weil das mal von der anderen Ecke ist, und es hat natürlich Katzen drauf, deswegen muss ich es mitnehmen. Diese von oben, so sehen die halt aus. Und wenn man das Tape dann aufrollt, dann hat man diese Blickwinkel mit den Pfötchen und den Mäusen, das ist so süß, und das habe ich mir auf jeden Fall auch nochmal mitgenommen. Ja, und das war's dann halt. Das ist mein super kleiner, sage ich jetzt mal, Masking Tape Mayuisu Haul. Eigentlich schon nicht mehr so klein, aber es sind sehr viele schöne dabei, und ich habe jetzt auf jeden Fall Lust, noch mehr mit den Kalendern zu machen. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, mit dem Webster's Page, da muss ich nochmal ein bisschen gucken. Mein Moleskin ist schon gut gefüllt. Ich arbeite ja momentan mit dem Moleskin, also wenn ihr nochmal Lust habt auf ein Kalender-Update, dann schreibt nochmal hier oder schickt mir irgend so ein Emoji, ein Stift-Emoji oder so ein Männchen, das hier schreit oder so vielleicht. Einfach, wenn ihr wissen wollt, ob ihr noch mehr Kalendervideos haben wollt. Ich habe auch da noch ein paar Ideen. Ganz viel, wie man Sachen machen kann für seinen Kalender oder auch für sein Bullet Journal und so. Ja, habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Also wenn ihr auch Lust drauf habt, dann gebt mir nochmal da ein Go. Dann legen wir los mit dem Stationery Kalenderring und auch vielleicht mal mit der Deko. Da habt ihr auch mal Lust mit, dass ich das alles irgendwie verwende und euch zeige, wie es funktioniert. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt das Wetter. Ich werde jetzt noch ein bisschen rausgehen und die Sonne genießen, solange sie noch da ist, weil der Winter kommt früh genug. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht noch als kleine Anmerkung. Ich bin jetzt vom 16. bis 18. September in Kassel auf der Konichi natürlich. Viele hatten schon gefragt. Ja, ich werde da sein. Ich bin natürlich wieder mit dem Darkmoon-Stand dort. Schaut euch nochmal unseren neuen Trailer an. Wenn wir es schaffen, wird es da auch Neuigkeiten geben zu. Ich werde da Kleinigkeiten verkaufen. Wenn ihr bestimmte Wünsche und Vorstellungen habt, dann schreibt mir nochmal eine Nachricht. Dann bringe ich die vielleicht mit, wenn ich es schaffen sollte. Oder wenn ich was Spezielles anfertigen soll für euch, weil ich es da abholen möchte.
Auch kein Problem. Schreibt mir eine Nachricht. Ihr habt meine Adressen und meine E-Mail-Adressen überall unten in der Infobox. Und wie gesagt, ja, ich freue mich auf euch. Wenn ihr auch auf der Konnichi seid, dann sagt mal Hallo. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Video. Tschüss.